Einen wunderbaren guten Tag. Ich begrüße dich ganz herzlich. In diesem Gespräch möchten wir euch auf eine ganz wichtige Reise mitnehmen, die Intelligenz der Zellen, wie unser Denken und Fühlen das Zellgedächtnis steuert. Mein Name ist Lutz Ramlich und ich bin Experte für Erfolgsboosting und kümmere mich vor allem um die Themen Potenzialausschöpfung und für immer vital. Und ich freue mich ganz besonders, jetzt Claudia Kleuhofer begrüßen zu dürfen. Hallo Claudia. Hallo Lutz, ich freue mich da zu sein. Schön. Ein Thema, das im ersten Moment für viele Menschen, und das betrifft vielleicht auch dich, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuschauer, für viele Menschen nichts mit der Gesundheit und Schmerzen zu tun hat, nämlich die Zelle. Die Zelle als vielleicht kleinstes lebendes Teil in uns. Und was das mit Schmerzen und vor allem mit der Gesundheit insgesamt zu tun hat, besprechen wir jetzt. Und warum Claudia Kleuhofer für dieses Thema die richtige Expertin ist, das möchte ich jetzt kurz zusammenfassen. Claudia war schon lange Zeit Unternehmerin und auch als Unternehmensberaterin weit über die Grenzen, so sagt man selber, des Heimatlandes Österreich unterwegs, also wahrscheinlich im Dachraum, wie wir so wissen. Und sie war auch als Motorradfahrerin sehr mutig. Ja, Mut ist sowieso eine Sache, die in ihrem Leben eine besondere Rolle spielt. Und sie hat vor allen Dingen dann nach ihrem Unfall, auf den wir dann vielleicht nochmal zu sprechen kommen, eine außergewöhnliche Leistung gezeigt, denn sie hat sich zurück ins Leben gekämpft und daraufhin auch das Mutmach-Institut gegründet. Und Claudia ist insofern besonders, als dass sie der Seele aufhört und sagt, du sollst dich zeigen, damit du das volle Potenzial leben kannst. Was all das bedeutet, darauf kommen wir im Gespräch natürlich nochmal zu sprechen. Ein Spezialgebiet oder vielleicht auch das Spezialgebiet von Claudia Kleuhofer ist die Löschung und Transformation von negativen gespeicherten Emotionen. Dafür hat sie die Körperresonanzmethode und die Remove Cell Memory Methode und Logotransformationsmethode entwickelt. Und was das alles genau bedeutet, schauen wir mal. Das Entscheidende ist, dass die Seele weiß, wie Leben geht und sie transformiert und oder überträgt das auch in die Geschäftswelt, und das ist in der heutigen Zeit noch relativ selten. Mit ursprünglicher Kraft versucht sie, innere und äußere Resonanz zu schaffen und sagt selber, Freude ist die stärkste Kraft im Leben. Und mir ist es eine besondere Freude, jetzt nochmal Claudia Kleuhofer begrüßen zu dürfen. Hallo Claudia. Hallo. War das jetzt alles irgendwie ein bisschen Quatsch oder war das in etwa so, wie du dich selber vorstellen würdest? Es war ganz, ganz genauso. Wenn ich es kurz zusammenfasse, ich bin Mutmacherin, stehe auf Frau und Erfolgsbegleiterin für Menschen, die in unterschiedlichen Phasen ihres Lebens stehen und Mut brauchen. Vor allen Dingen Mut in der Geschäftswelt auf eine Stimme zu vertrauen, die wir alle haben, unsere innere Stimme, unser inneres Navigationssystem, aber auch Menschen, die Angst und Zweifel haben, und das ist jetzt in dieser Zeit sehr häufig der Fall, und da Impulse suchen, die ein bisschen Hoffnung machen, Mut machen, damit aus diesen Impulsen eine Handlung wird und daraus vielleicht auch eine Verhaltensveränderung. Und da begleite ich Menschen im Mutmach-Institut, im Mutmach-Coaching, in Mutmach-Cafés, in ganz vielen Bereichen, um hier wieder diese Kraft für sich zu finden, die es braucht in dieser Zeit. Ja, das klingt natürlich sehr interessant und du hast das verwoben mit deiner eigenen Geschichte, mit deinem Schicksal. Und für viele Menschen ist das Schicksal in Deutschland in irgendeiner Art und Weise oder auch in Österreich, Schweiz, also überall, wo wir Deutsch sprechen, sehr, sehr negativ belegt, das Wort Schicksal. Aber eigentlich, und darauf will ich gerade am Anfang des Gesprächs mal hinweisen, bedeutet Schick natürlich schicken, senden, ja. Und Saal heißt heil, ja. Man kann das überprüfen, das kommt eben in Salbe zum Beispiel vor. Ja. Das bedeutet, in irgendeiner Art und Weise wird uns eine Heilwerdung geschickt. Jetzt haben wir schon kurz gehört, Motorradunfall hattest du. Und das war auch einer, glaube ich, der Wendepunkte in deinem Leben. Oder ab und zu wird das zumindest beschrieben als Schicksal. Was hat dir das Universum für eine Heilwertung da geschickt und was hat es mit dem Motorradunfall und deiner weiteren Veränderung da auf sich? Spannend, dass du fragst. Ziemlich genau vor, also 2 Tage, am 9. November 2010, also 10 Jahre ist es nun her,
dass ich mich eigentlich ganz unbedarft auf eine Reise begeben habe, nämlich ich wollte mein stressiges Leben, das ich damals geführt habe als Personalentwicklerin von 600 Mitarbeitern, und es war gerade eine sehr heftige Zeit, ich wollte meinen Kopf auslüften und habe mich daher auf das Motorrad gesetzt. Es gab ganz viele Dinge, die mir im Vorfeld so ein bisschen die Zeichen gesendet haben, mach es nicht. Das Motorrad ist nicht angesprungen, meine Jacke, der Reißverschluss kaputt, mein Ehemann, immer stopp, stopp, stopp gesagt, bleib zu Hause. Aber wir haben alle so auch Glaubenssätze in unserem Kopf, dass wir dieses Verhalten oder diese Dinge einfach machen wollen, weil wir wollen befreien, den Kopf lüften und so weiter. Und so war es auch bei mir. Und an diesem Tag hat mich dann eine Windböe versetzt und mich frontal gegen entgegenkommendes Auto stoßen lassen. Und das Resultat war, dass ich mich wiederfand auf einer Intensivstation, 9,5 Stunden OP, alles gebrochen, was man sich brechen kann, Becken, Kreuzbein, mein Arm 9-mal gebrochen, meine Finger sind amputiert, mein Arm ist heute noch aus Metall, Milzriss, Rippenprellungen, alles. Und dieses Geschickte, das von dir angesprochene Geschickte, war eigentlich heute, 10 Jahre später, sehe ich das so, ein wunderbares Geschenk, denn es hat mich dahin zurückgeführt, was ich schon in frühen, jungen Jahren als Kind erkannt hatte. Ich war als Kind sehr feinfühlig, sehr sensibel und ich habe Dinge wahrgenommen, die ich auch erzählt habe. Aber man hat mir nicht geglaubt. Meine Eltern haben mir niemals erzählt, dass das, was ich hier wahrnehme, möglicherweise eine lebhafte Fantasie ist, sondern sie haben es ganz weggedrückt. Das heißt, ich hatte schon als Kind innere Impulse, sehr hellsichtige, hellfühlige Fähigkeiten, aber ich habe sie nie entwickeln dürfen. Daher habe ich meinen Weg als Trainerin, als erfolgreicher Coach, als Personalentwicklerin großer Konzerne gewählt und das auch gelingt. Und genau an diesem 9. November 2010 hat mich das Leben ganz bewusst wieder dahin gestellt, denn aufgrund meines Unfalls, der langen und vielen OPs, habe ich mein Gedächtnis verloren. Mein Gedächtnis so, dass ich zwar sagen konnte, wer ich bin, aber ich konnte nicht benennen, dieses Glas, das ich hier gerade nehmen möchte. Es hat sicher mit der Traumatisierung zu tun, aber auch mit den vielen, vielen Medikamenten. Ich hatte lange Zeit, musste ich ein Jahr lang körperliche Reha und auch viele Medikamente, Morphium, Opiate, verschiedene Cocktails, um diese Schmerzen auszuhalten. Und da musste ich etwas ganz Wesentliches tun. Ich musste dem vertrauen, was ich so intuitiv in mir gefühlt habe. Und daher kam auch das wieder nach vorne, was ich schon als Kind konnte, nämlich wahrnehmen, hellfühlen. Und immer mehr und mehr kam diese Fähigkeit zu tragen und hat mir auch sehr, sehr viele Impulse geschickt, auf die ich dann gehört habe, wo ich Dinge gemacht habe, die ich nicht erklären konnte, warum ich sie getan habe, aber sie haben funktioniert. Und anhand dieses roten Fadens habe ich mich dann ins Leben zurückkatapultiert, würde ich gekämpft und bin heute, führe ich ein normales Leben. Man hat ein paar Kleinigkeiten, die nicht mehr da sind. Meine Finger an der linken Hand, die mir amputiert worden sind und mein Arm ist aus Metall, aber sonst sieht man das nicht mehr. Aber eines ist geblieben. Die Perlenkette, die ich um den Hals trage, die Geschenke und die Wendezeit, die daraus entstanden sind, die habe ich in ganz, ganz vielen, vielen Bereichen einsetzen können und tue es heute noch, indem ich Menschen intuitiv, fühlig und sichtig begleite, auch in der Geschäftswelt, um Dinge zu tun und sie zu ermutigen, Dinge zu tun, die sie vielleicht vorher nicht gemacht haben, um dann einen wirklich erfolgreichen, einen glücklichen, einen leichten, einen unkomplizierten Weg zu gehen. Und das funktioniert ganz hervorragend. Und dieses Geschenk ist mir geschickt worden über das Schicksal. Ja, das klingt ja immer ein bisschen spooky, wenn das Menschen erzählen, weil auf der anderen Seite würde das natürlich immer bedeuten, wenn es nicht gekommen wäre, dann würden wir 20 Jahre sozusagen in die Zukunft wandern oder reisen und wir würden zurückgucken, dann wärst du eben, hättest du so weitergearbeitet und du hättest alle deine, Herangehensweisen eben nicht wiederbelebt und wärst heute vielleicht dann, weiß ich nicht, am Herzinfarkt irgendwie erkrankt oder irgendwas anderes, vielleicht ein anderes Schicksal, was man dir sendet. Das
hat natürlich aber extrem was damit zu tun und klingt so ein bisschen nach Eigenverantwortung, was ja gerade im Zusammenhang mit Krankheiten eben nicht so gern besprochen werden kann, weil man natürlich so ein bisschen denkt, ah, da bin ich ja selber schuld an den ganzen Sachen. Wie gehst du denn damit um? Es geht, also für mich geht es niemals um die Schuldfrage, sondern um die Einladung. Ich habe das mit Absicht jetzt so ein bisschen konfrontiert. Ich weiß, ja. Es geht immer um die Einladung. Also niemals um die Schuldfrage, immer nur um die Einladung. Und diese Einladung in dem Zusammenhang war für mich so, dass ich bemerkt habe, ich bin ja auch mit Glaubenssätzen aufgewachsen, dass man diese Dinge, die man fühlt oder die man so intuitiv wahrnimmt, nicht ernst nehmen soll und nicht ernst nehmen kann. Und es ist also verrückt und ich weiß nicht was. Und was man nicht wissenschaftlich beweisen kann, das hat keinen Wert. Und mit diesen Glaubenssätzen bin ich auch groß geworden. Daher habe ich einerseits mir selbst diese Dinge mal nur mal ganz sanft und ganz vorsichtig mal erfühlt, ertastet, erlebt. Und dann bin ich auf die Suche gegangen, wie kann ich das erklären, was hier so wunderbar funktioniert hat. Einmal bei mir, später bei anderen und später dann eben auch in Gruppen oder in der Geschäftswelt. Das heißt, ich habe die Wahl getroffen für mich und mich entschieden, etwas auszuprobieren, das mir im Moment keine Sicherheit und keine Referenz gibt, dass es funktionieren kann. Okay. Und im Erleben, dass es gut oder besser und immer kleine Schritte nach vorne gegangen ist, habe ich bemerkt, ich kann ganz viel selbst beeinflussen. Egal, was mir passiert und egal, wie mir jemand anderer möglicherweise sagt, das ist unmöglich. Denn, als Beispiel, wir wissen, es gibt Phantomschmerzen, die hatte ich selbstverständlich auch, und die Wissenschaft sagt, diese Schmerzen sind vorhanden. Aber irgendwas in mir hat mir gesagt, wenn ich mit dem leben muss, bin ich nicht froh, bin ich nicht leicht, bin ich nicht glücklich. Und tatsächlich konnte ich es nicht wahrnehmen und glauben. Und der Zufall, wie es dann so ist, das Gesetz der Resonanz, hat mir dann einen Impuls gesendet über einen Arzt, dem das selbst passiert ist, dass er sich Finger weggeschnitten hat. Und er sagt, ich habe da was gehört, aber ich weiß nicht, ob es funktioniert. Also die Methode der Spiegeltherapie, davon spreche ich auch, erzähle ich viel im Buch, die hilft, diese neuronale Verschaltung im Kopf, die wir hier haben, also diese Erinnerung zu verändern. Und tatsächlich habe ich diese Spiegelmethode ausprobiert und nach 4 Wochen waren meine Phantomschmerzen weg. Und das war so ein Aspekt, wo ich erlernen konnte, ich bin nicht schuld, aber ich bin eingeladen, Dinge zu verlassen, die man so kennt und etwas auszuprobieren. Und danach hat mir die Wissenschaft sogar noch die Antworten gegeben, wie das dann tatsächlich im Kopf, im Gehirn funktioniert und wie man das beschreiben kann. Und so war ich dann beruhigt und habe mehr und mehr diesen inneren Themen vertraut. Und heute bei Krankheiten ist es aus meiner Wirklichkeit immer das Gleiche. Wir werden eingeladen, den vertrauten Weg zu verlassen und auszuprobieren oder zu fühlen, was ist der Weg, der uns möglicherweise einen Schritt und noch einen Schritt weiterbringt. Und wir werden ja noch darüber reden, wie das Gedächtnis, aber auch das Fühlen und das Denken uns beeinflussen kann. Ja, jetzt ist das natürlich vielleicht für dich, liebe Zuschauerinnen, lieber Zuschauer, ein bisschen auch schwierig zu greifen, weil es eben so eine schwierige Krankheit oder ein schwieriger Unfall gewesen ist, der jetzt im Nachhinein positiv aufgefasst wird, so will ich mal sagen. Das hast du ja vielleicht nicht die ganze Zeit gedacht, dass es auch so ist, sondern das war ja, von jetzt aus sieht das so aus, aber zwischenzeitlich wird das ja ein bisschen anders gewesen sein. Worum es mir nochmal geht, mir geht es auch gar nicht um das Thema Schuld, aber möglicherweise warst du ja doch die Verursacherin dieser Geschichte, indem du vorhergehende Zeichen nicht gehört hast.
Kann man das so sagen? Ist dir sowas passiert im Nach? Also kannst du dich danach im Nachhinein daran erinnern, dass du sagst, Mensch, hätte ich damals das gemacht oder das gemacht? Da hatte ich schon Schicksalswinke sozusagen, ja. Aber die habe ich halt überhört und dachte, das ist irgendwas anderes. Und heute würdest du sagen, wäre ich damals in meiner heutigen Feinfühligkeit rangegangen, dann hätte es gar nicht zu diesem Unfall kommen müssen. Ganz genau. Ich glaube, wir werden oder wir bekommen hunderte von Möglichkeiten. Das kann sein ein kleiner Schmerz, das kann immer wieder gleiche Erfahrungen, wiederholende Themen, wiederholende schmerzhafte Erfahrungen oder wiederholende Erkenntnisse oder wiederholende kleine Dinge, die immer wieder auftauchen. Das war auch bei mir so. Ich habe einmal diesen Stressfaktor in mir gefühlt, der in der neuen Firma, in der ich tätig war, vorhanden war. Ich habe das äußere Faktoren wahrgenommen, mein Motorrad ist nicht angesprungen, die Jacke war kaputt, all diese Dinge, die man im Außen auch erlebt. Aber ich wollte, und das ist eigentlich so der wichtigste Schritt, in meinem Innersten wollte ich unbedingt etwas tun, das ich mir in meinem Kopf eingebildet habe. Und das beschreibe ich als den Prozess des Wollens. Es musste das sein. Ich musste sozusagen in meinem Erleben jetzt auf das Motorrad steigen, weil nur das macht meinen Kopf frei. Das ist ein Glaubenssatz, den wir auch haben oder Sätze, wo wir Vorstellungen haben. Das muss so funktionieren. Und erst im Nachhinein, als ich dieses Wollen ablegen konnte und auch mir akzeptiert habe, es ist jetzt so, wie es ist und ich kann jetzt mal nach innen schauen, war es mir auch möglich zu erkennen, was wird mir denn im Prinzip der Resonanz aus dem Quantenfeld, aus der Matrix, denn alles so gezeigt, und wenn ich diese kleinen Hinweise ernst nehme, dann geht es immer wieder einen Schritt weiter. Das heißt, da muss ich nicht meinen inneren Programmen folgen, die da heißen, Krankheit, ich gehe zum Arzt, der soll mich gesund machen. Vielleicht gibt es schon längst kleine Hinweise im Außen, die wir hören, wahrnehmen, aber wegschieben, weil unser Programm so stark ist. Wir wollen ja eigentlich gesund gemacht werden. Oder wir folgen weniger den inneren Impulsen, die wir immer haben und die immer da sind, in kleinsten Ansätzen, bevor wir vielleicht sagen, oh, jetzt habe ich zum fünften Mal ein Stechen, Schmerzen, Brennen oder einen Ausschlag. Ich setze mich hin. Ich gehe in den Dialog mit mir und meinem Innersten und mit meinem Körper. Und stelle kontinuierlich fokussiert diese eine Frage. Was darf ich denn daraus wahrnehmen, ernst nehmen, sehen, lernen? Was darf ich lernen aus dem? Was will mir mein Körper sagen? Und wenn wir das trainieren könnten, würden wir meist Antworten bekommen, ja, die viel früher schon Krankheiten verhindern, also präventiv wirksam wären, als wenn der Körper immer lauter, immer lauter, immer lauter schreien würde. Ja. Ja, das ist natürlich das große Thema, dass auf der einen Seite die Wissenschaft und Schulmedizin das natürlich eigentlich verneint, dass es sowas gibt. Ja? Also das ist in dem Falle zumindest noch nicht in den breiten Bereichen angekommen. Auf der anderen Seite gibt es immer wieder solche Berichte. Das könnte man auch das Thema Nahtod etc. mit reinnehmen. Ja, auch das wäre so in diese Richtung. Und gerade das Thema Prophylaxe und wie fühle ich mich und wie müsste ich mich fühlen, das wird ja von vielen Menschen einfach sträflich vernachlässigt. Ja? Also ich selber zum Beispiel habe so ein Rofes Gerät, das ist Elektroakupunktur nach voll. Da kann ich, und das mache ich einmal die Woche oder so, gucke dann, ob mein Stresslevel zu hoch ist. Und dann innerhalb von 3 Minuten werden 17 Organe durchgemessen. Und wenn ich da nicht 5 von 5 Punkten habe, ja, also das ist sozusagen der Bestwert, dann überlege ich, okay, was ist hier falsch in der Welt? Ja, so, weil ich natürlich sage, ja, ich bin auf die Welt gekommen, egal jetzt Seele oder nicht Seele, aber das ist mein Fahrzeug, ja, und das muss natürlich in irgendeiner Weise absolut funktionieren. Und wenn nicht, muss ich halt zum TÜV gehen. Ja, so, das ist aber genau die Geschichte, die natürlich vielen Menschen, ich kenne das, da abgeht. Jetzt klingt das natürlich alles so ein bisschen sehr esoterisch und spirituell, wenn man über, ja, du guckst da anders, aber Körper, Geist, Seele, ja, die Seele schickt dir was, Geist schickt dir was. Viele Menschen haben vielleicht auch schon mal Bücher gesehen, die Krankheit als Weg, das gibt es auch von vielen Autoren, ja, und haben wir im Kongress hier auch mehrere.
Aber wie kannst du das erklären, dass, also wie erklärst du das vielleicht jemandem, der das erste Mal das hört und sagt, ja, aber ich glaube nur an Wissenschaft, an Biologie, wie ich es in der Schule gelernt habe, Körper, Geist, Seele, das ist doch spiritueller oder esoterischer Quark. Ja, ich komme gerade von einem Hospiz, Training, also einer Hospizarbeit. Und wenn man diesen Menschen fragen würde, gibt es eine Seele oder gibt es sowas wie eine Seele, dann würden sie ganz andere Antworten geben, weil sie mit dem Tod und dem Sterben täglich konfrontiert sind. Aber lassen wir das mal ganz kurz zur Seite. Deine Frage war Körper, Geist und Seele. In meinem ersten Buch, Die Signale des Körpers, habe ich einfach nur das auch beschrieben und bearbeitet, was jeder schon und vielfach kennt und auch nichts Neues ist, sondern das ist das, wo jeder so ein Bauchgefühl, einen Puls hat, ein Kribbeln, eine intuitive Wahrnehmung, die haben wir alle. Nur haben wir uns irgendwann einmal verboten, diese Impulse, die wir hier haben, ernst zu nehmen oder zu hören oder wahrzunehmen, denn wir sind beschäftigt mit diesem Prozess des Wollens. Das kann ich heute sagen, weil viele in diesen Phasen sind, viele aber auch nicht, ja. Aber jene, die eben dann immer wieder an einer neuen Klippe stehen, wo sie wieder scheitern oder wo sie vielleicht auch wieder ein Thema, eine Krankheit haben, die sich wiederholt. Du bist früh und sagst, ich möchte meinen Körper wirklich früh auch testen, ob ich das, was ich fühle, ob das wahr ist, ja. Und gibst dir sozusagen mehr Möglichkeiten als nur einen Impuls, wenn schon eine Krankheit da ist. Das heißt, das eine ist Körper und der Körper sendet unermüdlich Signale. Der Geist, und da kommen wir jetzt in jene Welt, wo die Wissenschaft uns schon ganz viel auch darüber erzählt und man ganz sicher nicht über esoterischen Humbug spricht. Der Geist, den kann man heute, das Denken, das kann man heute messen. Es gibt Messgeräte wie EKG und EEG, also EEG fürs Gehirn, EKG für das Herz. Da kann man Ströme und Wellen und Schwingungen messen. Das ist gar nicht neu. Jeder weiß das, das kann man gut machen. Das bedeutet, man weiß aber auch heute durch verschiedenste Messungen, dass das Gehirn, je nachdem, wie ich denke, nämlich woran ich denke, wenn ich Angst, ja, wenn ich Angst Gefühle habe oder wenn Angst da ist, dann schwingt es anders, als wenn ich Freude habe. Genauso ist es mit der Messung im Herzen. Das heißt, hier hilft uns die Wissenschaft, dass dieser Körper sozusagen andere Schwingungsmuster aufweist, wenn ich so oder so, also freudig oder unglücklich denke. Und wenn wir jetzt diese Impulse plus das Denken, das Fühlen zusammennehmen, dann kann man heute als der Messwelt sozusagen, aus der wissenschaftlichen Welt, und die neuen Wissenschaften sagen uns das ja eh ganz deutlich, kann man heute davon ausgehen, dass es ein Zusammenspiel ist. Je nachdem, wie ich meinen Körper füttere, mit Anführungsstrichen. Das heißt, wir wissen heute, auch die Epigenetik, die Quantenphysik kann das heute gut beschreiben, dass wir quasi eine Art Computer sind. Wir werden geboren in der Zeit von 0 bis 7, sind wir noch so ein bisschen unbeschriebenes Blatt. Ja? Wir werden als Kinder, sind wir so rein, glücklich, frei, haben wenige Themen. Manche nehmen schon Themen mit, aber die meisten haben keine Themen. Und werden dann beschrieben, so wie ein Computer auf einer Festplatte programmiert wird. Und diese Programme haben wir in unserem Unbewussten sofort. Und da, denn diese Programme werden im Unbewussten in 95% unseres Unbewussten gespeichert. Und diese Speicher wirken ab einer gewissen Zeit, also man sagt so zwischen 27 und 30, wenn wir unser Leben relativ gut auf den Griff haben, dann funktioniert sozusagen ein Automatismus, dass wir aus diesen Speichern heraus agieren. Und dann passiert es, dass wir im Körper möglicherweise mehr Dinge anziehen damit ich mich da nicht, dass wir Themen wiederholen, dass wir Krankheiten wiederholen oder Probleme wiederholen, die in unserem Körper oder in unserem Geist unbewusst gespeichert sind. Ja, wenn wir sie nicht gelöst haben vorher. Ja, Wenn, ja, genau. also ich gehe ja sogar noch weiter. Ich gebe ja selber Seminare und wir haben, sagen wir mal, Geräte, mit denen kann man die Gehirnwellen zum Beispiel hoch und runter fahren. Und da sage ich immer,
das ist auch Wissenschaft, das Unterbewusste, und da nehme ich aber alles mit, vom Körper auch, ja, sind 11 Kilometer, 11 Kilometer in einer sozusagen Strecke. Und das, was wir bewusst machen, ist im Verhältnis dazu nur 5 Millimeter. Also es, ne, es ist, ich sage, lache tatsächlich über die 95%, weil eigentlich ist es tatsächlich noch dramatischer, weil ja vieles eben auf biochemischen Prozessen schon vorher abläuft, ja, wo auch immer die angetriggert werden. Ja. Und nicht zu vergessen natürlich auch Embodiment. Ich kann das genau auch andersrum machen. Ich kann mich eben zum Beispiel 2 Minuten in einer Powerpose hinstellen, ja, und dann fühle ich mich auf einmal machtvoller und selbstbewusster, als ich das vorher war. Und das ist natürlich alles crazy und verrückt und ist eben einer breiten Masse leider Gottes noch nicht angekommen. Ja? So, also das ist zumindest das, was ich wahrnehme. Ich selber und ich hoffe auch du, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, bin natürlich ganz interessiert, nicht nur an den Themen, die könnte man jetzt nach vorn und hinter und stimmt oder stimmt nicht. Und da gibt es natürlich die verschiedensten Wissenschaftler, gerade auch aus Amerika, aber auch aus Deutschland zum Teil. Und man würde in die 30er Jahre zurückgehen, wo da eben auch schon viel damals erforscht worden ist. Sondern mich interessiert natürlich vielleicht der Lösungsweg, weil wir haben ja jetzt auch nicht so viel Zeit, Claudia. Wie würdest du, also wenn du jetzt Mensch bist und mit deinen heutigen Erfahrungen, ja, du weißt, na gut, irgendwann, wenn ich irgendwie alles falsch mache, dann kommt eine Krankheit, als Beispiel, ja, oder ein Unfall, weil es so eine ähnliche Geschichte ist. Vielleicht habe ich auch schon 3-mal irgendwo eine Lungenentzündung gehabt und beim 4. Mal kommt eben, keine Ahnung, irgendwas Schlimmeres. Ja, so. Könnte sein. Ich sage nicht, dass es so ist, aber könnte so sein. Ja. Ich glaube, 80%, 85% der Menschen würden da das heute von der Hand weisen, dass das also nicht so ist. Das ist, glaube ich, schon mal irgendwie eben eines der großen Themen, die wir haben. Aber was würdest du empfehlen, aus deiner Sichtweise, und wir gucken uns dann ein bisschen an, was du da empfiehlst, wie würdest du heute vorgehen? Also, ein Zuschauer hört das, die Zuschauerin hört das und sagt, Mensch, das klingt mir alles logisch, ich kriege irgendwoher Signale, warum auch immer, und das macht ja Sinn, wenn ich die eben, ich bin heute 29, gleich heute irgendwie beachte. Vielleicht kann ich meine ganzen Programme löschen oder wieder auf Null bringen. Was wäre deine Vorgehensweise? Schritt 1 ist, im Körper hören lernen. Also das heißt, ich habe dazu auch eine Methode entwickelt, die Körperresonanzmethode. Körper hören lernen bedeutet, sich auch mal die Zeit nehmen, hinzusetzen, vielleicht Meditationen zu machen oder ruhig zu werden im Geist. Das heißt, dass die ganze Biochemie, die da Stress erzeugt, in Entspannung und Ruhe, in Ausgleich, in eine Form von Meditation, welche auch immer gewünscht wird. Das kann mit Musik sein, das kann nur Atmen sein, das kann ruhig werden. Das heißt, im Körper wahrnehmen, Körper spüren. Das ist das Körperhören. Und im Körperhören kann ich in einem entspannten Zustand, dazu gibt es eine Meditation, die ich gerne mache mit den Menschen, mit einer Baummeditation. Ich werde sie dann online stellen, sodass man sich diese Baummeditation auch downloaden kann, gratis und kostenlos, denn sie ist unglaublich hilfreich, dass wir in den Körper, in das Fühlen des Körpers kommen. Erst wenn es hier still wird, im Herzen und im Kopf, kann ich hören, wo in meinem Körper gibt es solche inneren Impulse. Und diese Impulse, mit diesen Impulsen kann man arbeiten. Das heißt, angenommen, es gibt ein Thema in meinem Leben, das mich bewegt, dann kann ich dieses Thema im Kopf einfach mir vorstellen und spüren, wo in meinen Zellen, in meinem Körper, ist dieses Thema gespeichert. Und ganz häufig sagen die Menschen, wenn sie ruhiger werden und dann plötzlich an ein Thema, ein Problem denken, dass im Körper ein Druck im Herzen, eine Last auf der Schulter, eine Enge im Hals oder sonstiges wird, sich zeigt. Und mit diesem kann man energetisch und innerlich auch arbeiten. Dazu habe ich eben diese Körperresonanzmethode, die würde ich empfehlen, eher nachzulesen, denn das würde den Rahmen sprengen. Aber mit dem kann man arbeiten und man kann da etwas ins Feld zurückgeben. Und man merkt sofort Entspannung, Erleichterung. Dann empfehle ich diese Impulse, die da... Ja, ja, da habe ich dazu noch mal eine Frage. Also ich komme ja ein bisschen aus der Praxis, weil wir haben eben unsere sogenannte Wave-Maus, mit der wir eben zum Beispiel den Menschen das Schlafen wieder ermöglichen, eher auch Stressabbau. Und bei uns heißt das witzigerweise Giga-Resonanzmethode. Ja, bei dir heißt das eben Körperresonanzmethode. Also da habe ich das aber noch nicht gekannt bei dir. Ja,
Aber interessant. Jetzt ist es aber so, ich weiß, dass ganz viele Menschen eben sich nicht heutzutage einfach hinsetzen können und meditieren können. Die sagen, oh, nach 5 Minuten bin ich schon, und ich sage dann immer, die Gehirnwellen sind außer Rand und Band. Vielleicht hast du da noch einen praktischen Tipp, wie man da hinkommen kann, dass man eben wirklich dann erstmal in die Ruhe kommen kann. Das Simpelste ist, sich auf den Atem zu konzentrieren. Okay. Das ist und bleibt die einfachste Variante, durch die Nase einatmen und durch den Mund ausatmen. Das ist das Allersimpelste. Das reicht, wenn wir uns hinsetzen und hier einfach mal nur ein paar Sekunden oder paar Minuten diesen Atem folgen. Denn es entspannt sofort, und man weiß es ja auch von den Gehirnstrommessungen, es entspannt sofort das ganze System. Und erst dann, wenn wir entspannt sind, in diesem entspannten Zustand. Natürlich gibt es Menschen, die selbst Methoden anwenden, die Geräte verwenden, die sie in eine Bioresonanz, also in eine Entspannungsphase bringen. Es ist wunderbar. Jedes Mittel, das jemand kennt und schon ausprobiert hat, kann funktionieren. Also wie gesagt, ich mache dazu diese Meditation mit an einem Baum und Verwurzelung, also das heißt gut verwurzelt, gut gehimmelt, sodass wir uns vorstellen, imaginativ, wir lehnen an einem Baumstamm, und es beruhigt unsagbar. Die Menschen sagen mir, wie schnell sie in eine ganz entspannte Ruhephase kommen. Also ich empfehle alles, was hier hilft, und das Einfachste ist nach wie vor das Atmen. Ich gebe dir vollkommen recht, ich erlebe das bei meinen Seminaren auch immer, deswegen fange ich immer mit Atemübung an, und die einfachste Atemübung ist bei mir in den Aufstehen und in den Bauch atmen, ja, tatsächlich. Ja, so, also das ist tatsächlich, und ich arbeite im Gesundheitsbereich, und dann ist tatsächlich dort niemand in der Lage, im ersten Moment einfach in den Bauch zu atmen. Das haben die Menschen einfach verlernt, obwohl das natürlich das parasympathische System absolut gut anschiebt. Okay, also nehmen wir mal an, wir haben das gemacht. Ja? Erster Punkt wäre abgestrichen. Ich kann so ein bisschen in die Richtung, guck mir das auch an. In deinem, nee, es ist es gerade nicht, ja. Aber man sieht es hier bei dir auf dem Bildschirm sozusagen, und jetzt ist es auch hier eingeblendet, in deinem Buch Giga-Resonanz, die Körperresonanzmethode in deinem Buch, kann man sich da durchlesen. Also das haben wir abgehakt. Erster Punkt, ich bin ein bisschen wieder gesättelter in mir. Was wäre sozusagen der nächste Schritt? Der nächste Schritt ist, dass ich in dem Moment, wo ich die höchste Entspannung wahrnehme, mir kurz überlege, was macht mir gerade Sorgen? Was ist das mein Sorgenthema? Und dann spüre, ohne viel zu tun, wo im Körper zeigt sich was. Okay. Meistens eben diese Druckstellen, meistens eine, ja, oder man merkt, der Kopf hat immer wieder Fragen. Dann biete ich 7 Methoden an, die ich aus unterschiedlichen Bereichen ausprobiert, getestet habe. Es kann sein, dass wir die Klopfmethode durchführen. Das kann sein von der Thymusdrüse oder diese Klopfmethode nach Gallo, die wir rund um die Gesichtsstellen ausführen. Zum Beispiel, es entspannt sofort und man merkt, der Kopf wird ruhiger. Ja. Manchmal, und das ist die beliebteste Methode, die ich mache, ist, wenn die Menschen sagen, ich habe jetzt gerade so Druck auf meiner Brust, wenn ich an dieses Thema denke, dann lasse ich die Augen schließen und bei geschlossenen Augen hier eine ganz sanfte Achterschleife ziehen. Das heißt, mit den Augen, geschlossenen Augen, eine Achterschleife nachzeichnen. Dabei ruhig bleiben und wahrnehmen, was sich verändert im Körper, wenn wir nur diese einfache Übung machen. Es balanciert die beiden Gehirnhälften aus. Also wenn jemand sehr viel in Gedanken ist, wenn er Gedankenkreisel hat, wenn er sehr, sehr viel im Kopf hat, dann kann diese kleine einfache Übung mit der liegenden Acht sehr, sehr entspannen. Okay. Und das hilft meistens schon nur diese beiden kleinen, Atmen und Entspannen, als erstes Prinzip mal zu spüren. Dann gibt es natürlich ganz konkret Möglichkeiten, das zu externalisieren. Ich lasse es dann zum Beispiel in einen Stein oder in ein Symbol blasen, denn Atem ist Energie. Und das ist dann eine schamanische, energetische Arbeit. Ich habe dann dazu auch Methoden entwickelt, wie wir das zurückgeben
an ein großes Ganzes, das kommt aus der systemischen Therapie, aber wurde von mir abgeändert, sodass wir dieses schwere Teil nach außen bringen und es dann auch zurückgeben an ein großes Ganzes, an das Universum. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass es wunderbar funktioniert, selbst bei Skeptikern, wenn sie sich erlauben, die Denkbarriere, das kann doch nicht funktionieren, zu überschreiten und zu sagen, okay, ich nehme das jetzt mal in ein Symbol und stelle mir vor, ich blase das in ein Symbol, gebe das zurück an ein großes Ganzes, lege es irgendwo an ein Fenster oder in die Natur. Ja, großartig. Nein, nee. Nein. Okay, das sind sozusagen die ersten zwei großen Schritte. Jetzt haben wir damit ja noch nichts irgendwo vom Zellgedächtnis in irgendeiner Art und Weise gemacht. Vielleicht wäre, ich weiß nicht, ob das der nächste Schritt sein könnte, dass du kurz erklärst, was hat das mit dem Zellgedächtnis zu tun? Also ich persönlich kenne das natürlich mittlerweile auch aus der Wissenschaft. Es gibt die sogenannten zum Beispiel 6 oder 7 Generationen Mäuse, wo man feststellt, dass mindestens ein Traumata zum Beispiel über 7 Generationen vererbt wird bei Mäusen. Ja? Und da gibt es natürlich auch viele Forschungen heutzutage. Und als nächstes würde man sicherlich auf das Thema Epigenetik kommen. Ja, aber bin ich mir nicht ganz so sicher, ob das so schon als nächstes dran ist. Aber vielleicht kannst du da irgendwie was dazu sagen. Wenn ich das jetzt alles gemacht habe, ich habe geatmet, ich bin in meiner Ruhe und so weiter und so fort, habe ich ja an meinem Körper, Geistsystem noch gar nichts verändert. Was wäre sozusagen der nächste Schritt? Muss ich mit den Zellerinnerungen arbeiten? Muss ich mir jemanden suchen, mit dem ich das vielleicht mache? Oder was würdest du da empfehlen? Also ich beschreibe jeden Schritt einzeln, den man auch selber machen kann im Buch. Selbstverständlich, okay. Es ist wie überall. Wir haben unsere Achillesferse und es ist immer hilfreich, eine Hilfe von außen zu haben. Und das kann man sich auch online oder je nachdem holen. Ja. Aber ich möchte es trotzdem kurz sagen, die Erinnerungen der Zelle sind ja in der Zellmembran gespeicherte biochemische Abdrücke. Das bedeutet, wir haben sie im Unbewussten gespeichert. Wenn ich an ein Problem denke, geht sofort in meinem Kopf der ganze Mechanismus Biochemie-Cocktail in den Körper, in die Zelle und da ist es dann. Letztlich sind Gedanken Schwingung. Und wenn ich beginne, mit diesem Gedanken- und Körperfeld zu arbeiten, also ich spüre die, nehmen wir an, Last auf der Schulter, dann kann ich diese externalisieren. Das bedeutet, ich bringe dieses Gedankenkonstrukt oder dieses Gefühl nach außen. Ich nehme wieder das Symbol oder wir können imaginativ uns vorstellen, wir geben diese Last in eine Kugel. Okay. Und lassen diese Kugel noch einmal mit dem Atem, weil Atem ist Leben, wir beginnen den ersten Atemzug und enden mit dem letzten, nehmen auch das noch einmal weg. So lange, bis wir fühlen, ja, ich habe das Gefühl, da ist wirklich was in meine Hände geflossen oder in dieses Symbol. Und danach geben wir dieses Symbol haptisch an einen Platz. Okay. Und hier kennen wir aus der systemischen Arbeit, kann ich mit rituellen Sätzen, also mit Sätzen, ich gebe es jetzt zurück ans Ganze, ich löse und lösche es, kann ich ganz viel schon erleichtern. Nur diese 2 Schritte können mir das Gefühl erleichtern, da ist jetzt körperlich wirklich eine Veränderung da. Ja. Großartig. Ja? Großartig. Jetzt hast du natürlich noch viele andere Schritte. Man kann das kinesiologisch natürlich auch einmal alles abprüfen. Ist noch was da? Ist nichts mehr da? Man kann das löschen. Das beschreibst du natürlich in deinem Buch ganz genau. Dafür haben wir jetzt nicht den Raum und die Zeit. Ja. Aber ich würde noch zum mehr oder weniger Schluss so ein bisschen auf ein großes Thema gehen, was sicherlich in der heutigen Zeit ja eine große Rolle spielen sollte, aber wahrscheinlich für viele Menschen noch schwerer ist als vor vielleicht 2, 3 Jahren oder eben vor 10 Jahren, vor 20 Jahren, wo alles noch ein bisschen ruhiger war. Ja? Und zwar das von dir so benannte auch Selbstliebe-Wort. Ja? Das bedeutet, dass, also so habe ich es zumindest wahrgenommen in deinem Buch, was eigentlich eines der Schlüsselelemente im Leben sein kann und muss. Vielleicht kannst du zu dem Thema Selbstliebe noch ein bisschen was sagen. Meinst du den Self-Walk? Nee, ich meine, tatsächlich hast du ein ganzes Kapitel dem Thema Selbstliebe
Vielleicht ist auch der Self-Work mit dabei, das kann ich jetzt gar nicht genau Okay, sagen. nein, was weißt du, ja. Aber für mich ist es natürlich klar, dass ich jetzt sage, okay, alleine damit, dass ich anfange, was zu verändern, hat ja was damit zu tun, dass ich mich liebe, weil wenn ich mich hassen würde, würde ich mich irgendwie, würde ich weiter so machen. Ich würde vielleicht anfangen mit Trinken, mit Rauchen, ich würde mich zur die Brücke runterstürzen und ich würde vor allen Dingen mit Stress leben. Ja? Also deswegen alleine, wenn man die zwei Übungen, die du gerade beschrieben hast, wirklich in sein tägliches Ritual überführen würde, dann hätte das ganz viel mit Selbstliebe zu tun. Genau. Selbstliebe und Selbstfürsorge, das hat nämlich mit dem Gefühl zu tun, dass ich wichtig und wertvoll bin, dass ich ein Mensch bin, der nicht über Probleme sich definiert oder über Krankheiten, sondern eben viel früher schon beginnt, mit mir und meinem Innersten in Kontakt zu treten. Und diese Form von Zuwendung zu mir als Wesen, als Mensch mit all diesen Teilen, die wir haben, mit Denken, mit Fühlen, mit Fürsorge für Nahrung. Ja? Also es gibt diese Ebenen. Ich achte darauf, dass mein Körper gesund ernährt wird. Ich denke, du weißt, dass mental, emotional, geistig, aber auch spirituell, das hat damit zu tun, dass wir die Ebenen, die uns ausmachen als Menschen, wahrnehmen, ernst nehmen und für uns auch mal Sorge tragen. Und nicht nur in diesen Programmen von ich muss, ich sollte, es ist notwendig. Ja. Ich würde es jetzt einmal so sagen. Und es bedeutet einfach aufzunehmen, was noch alles da ist in mir als Person und mir den Raum geben, das da vielleicht zu fühlen oder wahrzunehmen, was es noch braucht, um ein Thema, ein Gesundheitsproblem oder ein Thema einmal anzunehmen, zu akzeptieren, uns auch nicht zu wehren, dass wir jetzt hier eine Diagnose haben, die uns nicht gefällt oder die auch nicht sehr zukunftsförderlich ist, sondern anzunehmen und zu akzeptieren, dass der Körper, dein Körper, einfach nur diese Freundesebene einnimmt und sagt, hey, wie ein guter Freund, hör mir zu. Und dann kannst du sehr, sehr viel mit mir bewegen. Ich bin dein Freund. Ich bin dein bester Freund. Und du kannst vieles mit mir bewirken. Denn das Herz, wenn ich diese Liebe, diese Freude zu mir, zu dieser Selbstzuwendung zu mir gebe, das Herz ist eine ungeheure Kraft, die wir leider Gottes viel zu wenig ernst nehmen. Wir machen das Herz zu, weil uns Dinge missfallen, weil es gekränkt ist oder weil wir Erlebnisse, Erfahrungen, Traumata, Schicksalsschläge haben. Diese Selbstliebe, die ich hoffe, du meinst, die, von der ich auch im Buch spreche, hat ja viel damit zu tun, das Herz aufzumachen und für uns selbst da zu sein. Denn das Herz schwingt 5000 Mal mehr und höher als das Gehirn. Das bedeutet, ich kann mir zwar sagen, ich mag mich, aber wirklich etwas für mich zu tun, ganz besonders dann, wenn der Körper nach Hilfe schreit und zu fühlen, was brauche ich in dem Moment, das hat eine vielfache Kraft, nämlich 5000 Mal mehr Energie und das kann man messen, als nur darüber nachzudenken, was könnte ich denn brauchen und gut tun. Deshalb ist die Verbindung und die Selbstliebe, von der ich auch im Buch spreche, eine Verbindung zum Herzen. Ja, toll. Also ich glaube, das ist natürlich die schwierigste Aufgabe, weil eben gerade derjenige, der eine Krankheit geschickt gekriegt hat, ja, wenn wir jetzt an den Anfang des Gesprächs denken, ist sich natürlich dessen nicht bewusst in dem Moment, dass es eben irgendwo die Heilung geschickt wurde. Ja? Also die Heilung auf einem größeren Rahmen und Feld. Das macht die Sache eben, glaube ich, so ein bisschen schwierig und ist die Herausforderung. Aber ich glaube, auf der anderen Seite, es gibt keinen anderen Weg, als das vielleicht ganzheitlich zu betrachten. Nicht nur ganzheitlich, sondern also ich bin der Meinung und ich bin auch der tiefsten Überzeugung, wir sind als Körper geboren, aber das, was uns als Mensch ausmacht, das ist eine Form von energetischer Zusammenführung und diese Energie, die formt uns Menschen, die kommt aus dem System Familie, die Generationen zurück, wie du richtig sagst, epigenetisch nachvollziehbar, aber auch ein Teil
unseres Seelenwesens. Die Seele gibt es und die Seele ist etwas, wo verschwindet diese Energie hin, wenn wir den letzten Atemzug tun? Und woher kommt sie, wenn wir den ersten Atemzug tun? Das heißt, wenn wir diese Energie Seele oder diese Seelenenergie ernst nehmen, dann bedeutet es, wir können damit unseren Körper, unsere Herzensenergie, aber unser Denken verändern. Denn dahin führt der Weg. Ja, also ich glaube, das ist also ein super Schlusswort in diesem Bereich, ja, dass wir eben tatsächlich mit der Herzensenergie arbeiten sollten und daran auch glauben. Das ist eigentlich so, glaube ich, eine ganz wichtige Geschichte. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ich hoffe, das hat dir viel gebracht und das eine oder andere ist sicherlich so, dass du drüber nachdenken musst oder eben spüren musst, ob das mit dir in irgendwelcher Art und Weise resoniert. Ich empfehle gern, dieses Buch zu lesen, ja, die Intelligenz der Zellen. Da sind auch die Übungen nochmal gut beschrieben. Und da sind natürlich noch viel, viel mehr Inhalte als das, was wir jetzt hier besprochen haben, logischerweise. Ja, sehr viel. Und es ist, glaube ich, auch so ein Leitfaden, mit dem man eben vielleicht auch vor einer Krankheit, also prophylaktisch schon umgehen könnte. Und natürlich auch, wenn man erkrankt ist, welche Krankheit auch immer. Ja, so. Deshalb vielen Dank, liebe Claudia. Und wie immer gehört natürlich dem Experten des Gespräches das letzte Wort. Also vielleicht sagst du, ja, das war schon eigentlich mein Schlusswort, aber vielleicht sagst du auch, ne, es gibt noch irgendwas, auf das ich hinweisen will, kleiner Tipp oder was auch immer. Was mir sehr wichtig ist, denn zu sagen, wir können in uns, wenn wir unser Denken und Fühlen synchronisieren, ja, und wenn wir dieses Bewusstsein tatsächlich in uns verankern, können wir wahre Wunder erleben. Ich selbst habe es erlebt in meiner Krankheit, in meiner Heilung und erlebe es täglich in meiner Praxis im Coaching. Menschen, die beginnen wahrzunehmen, die Sprache des Herzens, die Sprache des Körpers und die Sprache der Seele nur mal zu fühlen, wahrzunehmen, daran zu glauben, dass es das vielleicht auch geben kann, können wahre, wahre Wunder bewirken. Und das Wunder bist du selbst. Du, der du auch an einer Krankheit erkrankt bist. Denn dann hat sich der Körper einfach schon sehr, sehr stark gewehrt und sagt, hallo, ich möchte gerne, dass du mir zuhörst. Und da lade ich ein, dieses Wunder einzuladen in deinen Alltag, in dein Leben. Ja. Prima. Also, das hoffe ich, waren nochmal eindringliche Worte an dich, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer. Das Wunder wahr werden zu lassen. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, du bist beim nächsten Gespräch wieder dabei. Und liebe Claudia, an dich natürlich auch ganz viel herzlichen Dank, dass du das so geduldig und schön erklärt hast. Und ja, du hast gesagt, wir machen nochmal diese Meditation nach unten, dass jemand den ersten Schritt machen kann. Und ich möchte mich vielmals bei dir bedanken. Dankeschön. Ich sage auch danke, lieber Lutz, für das wunderbare Gespräch. Danke. Ciao. Ciao.